Sie leiden unter linksseitigen Bauchschmerzen? Die Ausprägungen und Ursachen können vielfältig sein. Daher ist es wichtig, schon vor dem Arztbesuch eine möglichst genaue Eigenanamnese durchzuführen. Fragen Sie sich, wo Ihre Bauchschmerzen sitzen, wie stark die Schmerzen sind und ob der Schmerz stechend, bohrend oder stumpf ist. Gibt es zusätzlich andere Symptome? Zur genauen Diagnose sind beim Arzt meist weitere Untersuchungen des Bauchraums nötig. Treten die Schmerzen im linken Oberbauch auf, handelt es sich häufig um Magenbeschwerden. Dazu kann es etwa durch den Verzehr schwer verdaulicher Nahrungsmittel kommen. Aber auch eine Erkrankung des Dickdarms sowie Entzündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Milz können die Ursache sein. Ein Grund für Schmerzen im linken Unterbauch ist häufig eine Erkrankung des Dickdarms. Aber auch Nieren- und Harnsteine sowie bei Frauen Erkrankungen an Eierstöcken und Eileitern können für die Symptome verantwortlich sein. Generell gilt, bei sehr starken sowie lang anhaltenden linksseitigen Bauchschmerzen sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.